Gestern hat Michael Spindelegger im Parlament seine Budgetrede gehalten und ich habe jetzt Abgeordneten der NEOS Nico Alm bei mir. Wie geht's Ihnen damit? Naja, so mittelprächtig. Also prinzipiell muss man ja heute schon froh sein, dass überhaupt etwas passiert in dieser Hinsicht. Und es wird so getan, als wäre keine Zeit für ordentliche Reformen und wirklich strukturelle Reformen in der Verwaltung bei den Pensionen. Stattdessen wird bruchstückhaft bei den einzelnen Bereichen einfach eingespart, ohne dass dahinterliegende gröbere Umstellungen überhaupt in Aussicht genommen werden. Und was ist jetzt Ihr Vorschlag? Unser Vorschlag ist, dass wir das Budget in den nächsten 20 bis 30 Jahren wirklich dorthin bringen, dass wir auch Schulden abbauen können. Das kann nicht von heute auf morgen passieren, das ist ein langfristiger Prozess. Aber dazu muss die Bereitschaft da sein, nicht nur das Defizit in den Griff zu bekommen, sondern tatsächlich auch die Schulden zurückzuzahlen. Wir gehen davon 11 Milliarden Euro pro Jahr aus und in dieser Größenordnung muss dann eigentlich auch kalkuliert werden. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Alm, und alles Gute für die heutigen Verhandlungen. Danke.